Hallo zusammen, willkommen zu einem weiteren Informationsvideo zu Sons of the Forest Update 15. Das ist heute erschienen. Es gibt wieder ein paar Neuerungen, es wurde wieder ein bisschen was hinzugefügt, wo ich sage, fand ich richtig geil. Zum Beispiel, ach, fangen wir gleich mal an eigentlich, der Kelvin, der hat neue Befehle bekommen. Das heißt, den Kelvin, den kann man jetzt unter anderem auch sagen, dass er Sachen reparieren soll. Er kann also jetzt kaputte Gegenstände reparieren und er kann die Palisade anspitzen, also die Verteidigungswall. Wenn man die Verteidigungsmauer baut, dass man oben anspitzen lassen kann und da braucht man sich selber gar nicht mehr drum kümmern. Außerdem kann er, na, wie nenne ich es jetzt mal, ich nenne es jetzt mal Haushalten als Befehl. Das heißt also, er rennt Tatsache in der Base rum, füllt alle Lager auf, fängt an alles zu reparieren. Ja, also tut dann wirklich so Haushalten, ne? Also guckt, dass die Base alles auf Vordermann kommt, baut auch alles fertig, was da ist und so. Das ist eine sehr geile Änderung, wo ich sagen muss, da freue ich mich schon tierisch drauf. Ne? Dann haben sie geändert, dass man jetzt auch kleinere Sachen wie Fackeln oder Poolhäuser an Bäume anbringen kann. Konnte man wohl vorher nicht, habe ich auch ehrlich gesagt nie so ausprobiert, meine Fackel an einen Baum ranzuhängen. Aber ich glaube, ich musste immer, ja, ich habe immer mit Baumstämmen eine Mauer daneben gebaut. Und dann die Fackel da rangehangen. Es ging wirklich nicht. Ja, kann man jetzt wohl machen, so kleinere Sachen, Tatsache. Dann gibt es eine neue Kannibalin, sag ich mal. Die Elise, oder Elise, je nachdem. Die Elise ist wohl eine Kampffrau, die an ihren Waffen, an ihren Händen Waffen angetaped hat. Hi Kelvin, na, gesellst du dich zu uns? Aber nimm dir doch die Bank oder einen Stuhl. Ich habe extra noch ein paar Knochenstühle hingesetzt. Ja, na gut, der Scheiß hat noch ein bisschen rum, dann machen wir weiter. Die ist so wie Wolverine, ne? Die hat also Messer an ihre Hände und ja, hat ein paar Kampftechniken drauf. Da freue ich mich schon, wenn wir ihr mal begegnen. Da bin ich gespannt. Die wird so einiges drauf haben, denke ich mir. Ich habe mir eigentlich schon mal so weiblichen Charakter gewünscht, mit länglichen Haaren vielleicht mal, weil sie alle wirklich, alle weiblichen Charaktere haben momentan, glaube ich, keine Haare. Was ich sehr komisch finde. Ich sage nur so in Sachen Diversität und so. Es darf ja auch mal eine ansehnliche Kannibalin sein oder so. Na gut, auf jeden Fall haben sie diesen neuen Kannibalentypen jetzt eingeführt. Da freue ich mich drauf, wenn wir die mal treffen. Und da machen wir auch weiter in der Liste. Es gibt eine neue findbare Baupause. Und da müssen wir mal überlegen, wo die sein kann. Es wurde nichts dazu geschrieben. Also ich weiß jetzt auch auf Anhieb nicht, wo die sein könnte. Vielleicht mache ich mich vorher mal schlau, dass wir nicht einmal die ganze Insel irgendwie absuchen müssen, sondern direkt spezifisch diese Blaupause uns besorgen können, die neu ist. Ich weiß auch nicht, was es ist. Lassen wir uns mal da überraschen. In dem Sinne, ne? Und es wurden ein paar Blaupausen im Buch hinzugefügt. Da gibt es jetzt unter anderem einen Waffenhalter, sowohl für die Wand als auch für den Boden. Und es gibt zum Beispiel ein Feuerholzlager, worauf ich mich schon sehr freue, dass man mal ein Lager bauen kann, wo man das ganze Feuerholz endlich einlagern kann. Ja, das habe ich eigentlich auch so ein bisschen vermisst, weil man das Feuerholz ja immer einfach nur auf dem Boden stapeln muss, ne, Kelvin? Oder? Was sagst du, mein Bester? Irgendwie hat der liebe Kelvin hier heute einen ganz unruhigen Tag. Er steht auf, setzt sich hin, steht auf, setzt sich hin, legt sich hin, steht auf. Aber jetzt scheint er zur Ruhe zu kommen. Na gut, wir machen mal noch weiter. Wir haben noch ein, zwei, drei Punkte zu besprechen. Unter anderem wurde ein neues Outfit hinzugefügt. Da weiß ich jetzt auch wieder gar nicht, wo es sein soll. Das kann überall sein auf der Map, denn Outfits findet man ja unter anderem auch in eingeborenen Camps, ne? Wir müssen mal gucken. Vielleicht mache ich mich da mal schlau, genauso wie den Blueprint, dass wir die beiden Sachen uns organisieren können, ohne da halt folgenlang über die ganze Insel zu scheißern und versuchen, die Sachen zu finden. Bringen wir auch so hin, glaube ich, dass wir da mal kurz uns ein bisschen spoilern. Das soll nicht das große Problem sein. Da habe ich jetzt auch kein Problem mit. Wir sind so weit im Spiel, wenn man sich da jetzt doch noch das letzte Blueprint besorgt über einen Spoiler. Ja. So, was haben wir denn noch? Zum Beispiel haben wir noch neue Arten von Gehänge. Also das heißt so, die drei neue Arten, schreiben die, es wurden drei neue Gehängearten. Ja, die ist hier, was in den Bäumen hängt, ne? Diese Körperteile und die Skelette und so. Da gibt es jetzt noch drei neue, die sie hinzugefügt haben. Mal gucken, wann wir die mal finden. Da bin ich mal gespannt, wie die aussehen wieder mal. Dann haben sie auf jeden Fall auch noch einen neuen Nebeleffekt eingeführt. Ein tiefen Nebeleffekt, der über dem Boden wabert. Gab es wohl ja auch nicht so, den gibt es jetzt auch noch. Mal gucken, wann wir den finden.
Und die haben im Grafikmenü ein paar neue Optionen gemacht, unter anderem eine neue Ansicht. Also man kann den Grafiktypen umstellen auf irgendwas mit alten Fotos. So, dann sieht man wahrscheinlich so alles so aus wie auf alten Fotos. Wer es haben möchte, kann es ja gerne mal ausprobieren. Also ich bin da nicht so der Fan von, sage ich mal, ne? So, dann haben wir eigentlich das Wesentliche soweit schon durch. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ganz Wichtiges vergessen. Es wurden natürlich wieder ein Haufen Bugfixes erledigt und ein Haufen Improvements, dass sie alles ein bisschen schöner gemacht haben, detailgetreuer. In den Camps haben sie ein bisschen dran gearbeitet. Also ist da auch ein bisschen was passiert. Jetzt sind wir ja mit den Punkten soweit durch und da möchte ich ganz kurz noch ansprechen, dass die Entwickler bekannt gegeben haben, dass dies das letzte Update sein wird vor dem Release der Vollversion. Und die Vollversion wird am 22. Februar 2024 erscheinen. Das heißt, wir haben jetzt bis dahin wahrscheinlich kein Update mehr. Der Entwickler schreibt dazu, dass er sich jetzt mehr auf die Entwicklung des Updates zur Vollversion konzentrieren will, also das absolut letzte große Update, dass es dann zur Vollversion wird und dass zwischendrin zwar noch Bugfixes geschehen werden, aber es wird kein neuer Content mehr kommen. Ne? Demnach ist also Update 15 Tatsache das letzte Update jetzt vor der Vollversion und wir müssen jetzt bis Februar mit den Inhalten, die wir haben, leben. Also ich würde zum Beispiel sagen, was bietet sich da mehr an, als das Spiel jetzt noch zu vervollständigen praktisch, dann abzuschließen und dann nochmal neu zu beginnen mit all den ganzen Updates und alles drum und dran, was wir haben, und das alles nochmal mitzunehmen. Ne? Da wäre ich ganz stark für. Wir müssen mal gucken, inwiefern unsere momentane Staffel 4 jetzt fortgeschritten ist, dass wir eigentlich so ziemlich alles besitzen und haben. Ich denke, wenn wir jetzt das Update 15 noch abgearbeitet haben, sind wir ganz gut auf der Schiene und ich denke mal, dann können wir auch das Spiel langsam abschließen und werden eine neue Staffel beginnen. Dafür lasse ich mir aber auch wieder ein Motto einfallen. Da möchte ich jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Ich habe ein paar kleine Ideen. Mal schauen, was wir denn so machen in der neuen Staffel. Okay, ja, dann war es das erstmal gewesen hier von den Updates. Alles Weitere wieder mal in der Folge am Samstag für euch. Ich nehme sie jetzt gleich schon auf. Wir sind hier gerade am Freitag und ich produziere jetzt ein bisschen vor, denn ich habe eine anstrengende Arbeitswoche, wo ich nicht so zum Aufnehmen kommen werde. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, ich sehe euch in der aktuellen Folge von Staffel 4 dann wieder. Bis dann. Tschüssi.